Yoshi! Moin Moin meine lieben Yoshis und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Banjo-Tooie! Ja ihr Lieben, im letzten Part haben wir Majoras Tempel so gut wie es ging abgeschlossen und nun sind wir hier auf dem wunderhübschen Plateau und gucken uns hier mal ein wenig um, denn die nächste Welt erwartet uns natürlich auch schon. Aber erstmal habe ich da oben ein paar Noten gefunden, die will ich natürlich haben. Und da wir uns jetzt nun festhalten können, ein neuer Move, den wir nämlich im Majoras Tempel gelernt haben. Ja, ihr Lieben, können wir uns nun dran festhalten? Ist das nicht cool? So, aber ihr seid doch bestimmt schon gespannt, was uns in der zweiten Welt erwartet. Schauen wir doch mal. So, Klunkerkluftmine. Nice, okay. Schauen wir uns doch mal hier um. Was ist das denn? Das sind Sprungschuhe, aber du kannst sie erst benutzen, wenn du mich gefunden hast. Okay, läuft. Okay, Turnschuhe nehme ich natürlich sehr gerne mit. Oh, ein Globo. Den nehmen wir natürlich auch gleich mit. So, können wir uns ja gleich mal zu Wumba begeben, oder? Ich sehe auch schon, wir brauchen hier eine Verwandlung. Dann würde ich sagen, lassen wir doch die gute Wumba nicht warten. Ja, okay. Ah, da. Du haben Globo, wollen es Wumba geben? Na klar. Wir wissen ja, Wumba übernimmt jetzt hier das Zaubern. Natürlich, ich werfe es einfach hinein. Zauber fertig, spring in den Wumba-Becken. Ja, da wollen wir mal gucken, was für eine Verwandlung erwartet uns denn hier. Okay. Ach, wie süß. Wumba, das nennen Detonator. Du linken Stick betätigen, um zu bewegen dich. Und drücken X, um auszuführen Selbstzerstörungsattacke. Selbstzerstörung? Okay, gucken wir mal. Oh. Okay, das ist eine Attacke, mit der wir wohl, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein sollten. So, schauen wir mal. Was? Tja, das Ding hier. Ah! Boom, Baby. Weg freigesprengt, was uns wohl dahinter erwartet. Schauen wir doch mal. Ja. Ihr scheint sie ein bisschen zu stinken. Hier drüben, kannst du mich aus diesem fürchterlichen Dilemma befreien? Wer bist du überhaupt? Ich bin Kanarien-Carla. Ich wurde immer vorausgeschickt, um die Gänge auf Gasse zu überprüfen. Wenn ich gestorben wäre, hätte man gewusst, dass es nicht sicher ist. Nett! Ich kann mir schönere Jobs vorstellen! Sie haben mich zurückgelassen! Ich fürchte, ich mache es nicht mehr lang! Keine Bange! Kazooie wird den Käfig aufbrechen! Wenn es sein muss! Ja, würde ich ja gerne machen, aber irgendwie wird daraus hier gerade nichts. Okay, wir müssen wohl gleich nochmal wiederkommen. Erstmal Luft schnappen. Boah! Also Gas ist wirklich nichts Schönes. So. Aber erstmal würde ich sagen, verwandeln wir uns mal wieder zurück. Weil ich wollte mir die Welt eigentlich erstmal anschauen, bevor wir hier irgendwas großartig machen. Aber ich meine, wenn wir schon dabei sind, können wir ja theoretisch, praktisch, die junge Dame auch einfach mal befreien. Oder was meint ihr? Na, ich meine, wir sind ja keine Unbären. Boah, pfui Deibel stinkt das hier drin. So, offen. Juhu, ich bin frei. Es sind Momente wie diese, die ein solches Abenteuer bereichern. Aber sie hat nicht mal einen Puzzler. Ja, okay. Und da flattert sie. Hat das irgendwas zu bedeuten? Wo willst du hin? Okay. Ziemlich lange Videosequenz, muss ich jetzt ja mal gerade sagen. Die fliegt ja fast bis zum Anfang. Okay. Hm. Vielleicht sollten wir da auch gleich mal hingehen. Aha. So, gucken wir uns mal hier um, ob wir hier noch irgendwas Interessantes finden. Hm, schade. Kiste kann man nicht kaputt machen. Hm, hätte ja sein können. Ich hätte schwören können, dass hier noch irgendwas versteckt war. Aber offensichtlich ist das hier nicht der... Wohl doch.
Die Kiste sieht so aus, als ob man sie zerstören könnte. Toll. Oh. Wir sollten, glaube ich, mal ganz schnell an die Luft gehen. Puh, nochmal tief durchatmen. Und weiter geht's. Hier muss ja noch was sein. Kann man nicht vorstellen, dass es hier nichts mehr gibt. Aber offenbar war's das. Hm. Ist ja seltsam. Okay. Dann nichts wie raus hier. Ich meine, länger in dieser Stinkhölle muss ich auch nicht unbedingt bleiben. Reicht, wenn ich auf der Arbeit mir sowas antun muss. Zwar nicht mit Gas, aber wenn ihr den ganzen Tag mit Aceton und so zu tun habt, dann wisst ihr, was ich meine. So, dann wollen wir mal gucken. Da ist sie. Da ist sie. So, und nun? Hallo, Kanarienkala. Warum bist du immer noch hier unten? Ach, meine Flügel sind immer noch ein bisschen steif vom Herumsitzen im Käfig. Wie wäre es mit einem Rennen, um sie zu lockern? Auf dieser alten Drasine? Vorhin war sie noch kaputt. Ganz sicher. Stimmt, aber ich habe sie repariert und auf die Schienen gesetzt. Du bist recht erfinderisch für einen alten Vogel, nicht wahr? Ich versuche mein Bestes. Spring herauf, wenn du Lust auf ein Wettrennen hast. Klingt nicht übel. Was müssen wir machen? Drücke einfach X, so oft du kannst, um die Draisinen anzutreiben. Oh Gott, das kann was werden. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Button Smashing! Fertig! 3, 2, 1, los! Oh Gott, ich hasse Button Smashen. Ich hasse es. Dann wollen wir mal gucken, wie gut wir uns schlagen. Dam, 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 dam. Mit Vollgas geht's schnell, geht's schnell, geht's schnell. Aber immerhin sehen wir schon mal ein bisschen was in der Mine. Ich meine, sieht ja eigentlich ganz hübsch hier aus, ne? Aber irgendwie lustig, dass Benjo das Ding alleine angetrieben kriegt. Schuppidu, schuppida, schuppidu-bidu-bidu. Drasinen fahren macht Spaß, Schubi. Ich muss gerade an das Mario Party Minispiel Drasinen-Wahnsinn denken. Na, wer kann sich daran erinnern, ihr Lieben? Na, schreibt's mir doch mal in die Kommentare. Aber jetzt müssen wir erstmal hier Gas geben. Wobei, eigentlich sind wir noch gut dabei. Die liegt ja gut. Ach, da war ein Jinjo! Da ist ein Jinjo! Da muss ich gleich erstmal wieder hin. Den Jinjo will ich natürlich mitnehmen. Wenn ich schon weiß, wo der ist, sollte man den natürlich auch mitnehmen. Finde ich jedenfalls. Mein Gott, hat das auch mal ein Ende? So langsam wird mir mein Daumen steif hier. Fertig! Yay! Tja, kannst mal sehen, ich war schneller als du. Ich glaube, wir haben dich besiegt. Nun, dann könnt ihr dieses glitzernde Ding haben, das ich fand, bevor ich in den Käfig gesperrt wurde. Ist das ein Puzzle? Ich weiß nicht mehr, was es ist. Es steckte tagelang unter meinen Flügel. Pfui! Ich weiß nicht, ob wir es dann wirklich noch haben wollen. Kann ich verstehen, hat jemand Sakrotan? Das war ein nettes Rennen. Und wie? Langsam fühlen sich meine Flügel besser an. Sollen wir den Weg zurückjagen? Hüpf auf die Draisine, wenn du glaubst, mich nochmal schlagen zu können. So, erstmal nehmen wir den mit. Du bist erstmal futsch. Weg mit dir. So, aber wo ich hier schon sehe, hier ist eine Plattform, die aktivieren wir auch mal ganz kurz. Und dann gucken wir mal. Zurück geht's also auch noch. Fertig, 3, 2, 1, los. Ja, bin ich ja mal gespannt, ob uns das was bringt. Ich bin gespannt. La. Sag mal, täuscht mich das oder ist... Nee, okay. Kommt mir gerade so vor, als ob die schneller wird. Dam, da, dam, da, dam. Platz da, ich komme. Jinjo, spring auf. Aber er will nicht. Er will unbedingt, dass ich ihn selber einsammle. Ganz toll. Großes Kino. Wirklich großes Kino. Aber ich hoffe ja, dass ich noch ein zweites Puzzle kriege. Ich meine, schlecht wäre es nicht. Ich glaube es zwar nicht, aber man kann ja nie wissen, ihr Lieben. Man kann ja nie wissen, wie gesagt. Ich erinnere mich an das Spiel nicht mehr ganz so doll, aber ich meine, dass man das Rückrennen auf jeden Fall noch machen musste für irgendwas. Aber fragt mich nicht mehr, wofür. Das weiß ich nämlich tatsächlich nicht mehr. Naja, ihr Lieben, man kann sich auch nicht immer an alles erinnern, ne? Aber es ist gut zu wissen, dass ich den Gleisen gleich mal, den Schienen gleich mal folge. Tja. Schneller, 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 schneller. So, und wieder einmal gewonnen. Mal gucken, was uns das jetzt gebracht hat. Da bin ich jetzt ja mal gespannt drauf.
Wir haben zweimal gewonnen, Carla. Vielleicht möchtest du dieses Stück Papier als Preis? Es steckte in meinem... Nein, ich will gar nicht wissen, wo es war. Kann ich verstehen. Ich glaube, ich war jetzt lang genug in dieser düsteren alten Mine. Ich werde durch die Wolken jagen. Tschüss, Freunde. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Okay, dieser komische Kanarienvogel ist seltsam. Das sehe ich. Was habe ich denn da gesehen? Das war erstmal eine weitere Cheeto-Seite. Das finde ich schon mal super. Okay, dann war es also eine Cheeto-Seite, aber da gab es noch eine. Die habe ich doch... Achso, die war auf der anderen Seite. Okay, dann gehen wir jetzt mal den Schienen entlang. Dum, 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 dum. Nee, Moment, das ist doch hier. Der ist doch gleich hier. Ob ich da wohl so rankomme? Ich meine, probieren kann man es ja. Ha, Tatsache! Endlich, du hast 5 Seiten. Komm zu mir. Ich bin in Grundys alten Versteck in Spiral Mountain. Dann verrate ich dir den ersten Cheat. Das machen wir später. Wir gucken uns jetzt hier erstmal noch ein bisschen um, weil ich möchte nämlich gerne etwas... Okay. Du nerv mal nicht. Weil ich denke mal, hier gibt es bestimmt irgendwo Jump Jars und das bedeutet einen weiteren Move. Kann mir ja nicht vorstellen, dass es der letzte war. Aber gucken wir uns hier erstmal um. Dam, da, dam. Hier sehe ich erstmal Noten und da vorne ist Mumbo Jumbo. Das ist gut zu wissen, dass der hier ist. Das für ein Felsen. Der Fels kommt mir doch so bekannt vor. So einer stand doch vor Banjos Haus, oder nicht? Kann es sein, dass wir hier vielleicht etwas lernen, um den Felsen zu beseitigen? Ey, das wäre ja mega geil, weil dann würde sich der Weg zum Spiral Mountain tatsächlich auch für mich lohnen. Alle hopp. Erstmal nach oben gucken. Nö, da ist nichts. Aber gucken wir mal, was in diesem Häuschen los ist. Wer bist du denn? Inhaberhütte. Tag auch! Wer bist du? Mein eigentlicher Name ist Bill. Ich wette, dein Beiname hat etwas mit Gold zu tun. Wie ist dein Beiname, Goldklumpen Bill? Klondike Bill? Nichts davon. Goldbarren Bill ist mein kompletter Name. Dachte ich's mir doch. Und wie sieht es aus, Bill? Meine freche Partnerin, Dilberta, wollte nach Gold suchen und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Aber das ist schon lange her. Wir werden mal nach ihr schauen. Moment mal, Banjo! Unsere Mühe soll sich doch auch lohnen! Du hast recht. Bekommen wir einen Preis, wenn wir sie finden? Ihr Stadtmenschen seid alle gleich! Wo steckt sie bloß? Yix! Ich bin sicher, dass du, dass ich durch einen Tunnel herkam. Okay. Ach, das ist gut zu wissen. Okay. Das bedeutet also, dieses kleine, diese kleine Ratte oder was auch. Ah, okay, das ist der Übergang zum Major. Ah, gut zu wissen. Ja, Leute, wie ich ja schon sagte, die Welten gehen ineinander über. Und hier, ouch. Das tat weh. Da pfiff gerade ein Jinjo nach uns. Und den wollen wir uns natürlich gleich auch noch suchen. Ich meine, ich glaube, ich weiß sogar, wo der sich befindet. Der kann sich ja nur hier oben drin verstecken. Ja, ich bin auch schon auf dem Weg zu dir. Kein Grund zu schreien. Komm her. So, den Grünen haben wir dann auch schon mal. Schauen wir doch mal kurz beim Mumbo Jumbo vorbei. Mal gucken, was der uns noch so zu erzählen hat. Mal gucken, was der uns so zu erzählen hat. Dam, da, dam, da, dam. Die Platte aktivieren wir auch schon mal. Zack. Die Noten nehmen wir natürlich auch mit, wenn wir schon dabei sind. So, wie war das? Die Globos sind immer in der Nähe von ihren jeweiligen Schamanen. Dann gucken wir mal. Erstmal sind hier nur Federn. Dü, 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 dü. Guten Tag, Mumbo. Aber mit dir will ich jetzt noch nicht spielen. Kann ich sowieso nicht, denn ich habe keinen Globo. Das heißt, ich muss erstmal gucken, wo sich der Globo aufhält. Mich wundert, dass ich noch keine Luke von Jump Jars gefunden habe. Wie unnett. Habt ihr das gesehen? Da hat mir die Kiste Dynamit entgegengespuckt. Sowas Fieses. Ja, Moment. Ah, da ist eine Luke. Wusste ich's doch. Wollte doch gerade sagen, soweit dürfte mich mein Gedächtnis noch nicht getäuscht haben.
Wie gesagt, es ist nur halbblind, ihr Lieben. Ein paar Sachen weiß ich noch. Gut, das sollte funktionieren. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Das macht's da drüben, Mann, ist richtig lustig. Hör gut zu, sonst wird es rustig. Springe hoch in die Luft und halte, dann schieß mich tot und Kazooie wird zum Bohrer. Wie nett. Ja, wie war das? Der Major hat die Strapsen an, das macht den General tierisch an. Ja, okay, das habt ihr jetzt nicht gehört. So, das ist dann alles weggetreten. Ja, du bist komisch. Das bedeutet also... Ja, nice! Haha, ist das cool! Ey, wie cool. Stimmt, das haben wir doch bei Banjo-Kazooie Grunties Rache doch auch schon gehabt, diese Fähigkeit. Das bedeutet, jetzt müsste ich ja rein theoretisch... Oh, da war eine Honigwabe. Ja, wie nett. Leute, was man so hier alles findet. Unglaublich. So, aber jetzt, wo wir diese wunderschöne Attacke gelernt haben, müssten wir doch eigentlich in der Lage sein, diesen komischen Felsen wegzumachen. Wo war jetzt nochmal die scheiß Hütte? Wo war sie? Die Hütte, die Hütte, die Hütte. Wo war sie? Die Hütte. Wo ist die Hütte? Ja, ich weiß, ich singe hier schon wieder irgendwie vor mich hin. Liegt aber auch daran, dass ich gerade nicht wirklich weiß, was ich euch erzählen soll. Das kommt noch dazu. Also quatschen wir einfach mal drauf los und hoffen, dass es euch gefällt. Moment, das Gitter sagt mir doch was. Moment, Moment, Moment. Da war doch was mit am Anfang. Da war doch dieser eine Schalter, wenn ich mich richtig erinnere. Ich stehe hier erstmal unter Beschuss mit Dynamit. Sehr nett. Wirklich sehr aufmerksam. Was ist das hier? Irgendwas sagt mir, dass ich hier Tunneltrakt. Okay, hier kann ich offenbar noch nicht lang. Rotes Licht. Soll mir das gefallen? Lesen wir mal. Achtung! Unzuverlässige Generatoren! Benutzung auf eigene Gefahr! Okay. Wie soll man die denn benutzen? Okay. Probieren wir mal die anderen Eier aus. Die Feuereier. Alles klar. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Dumm, dumm, dumm. Oha, die geben aber ganz schnell den Saft aus. Ey. So, Vorsicht. Wow, 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 wow. Böse Wege. Böse, böse, böse. Ich stand doch da. Hättest du die Güte, jetzt mal anzuspringen? Oha, das sieht ganz schön gefährlich hier aus, ihr Lieben. Okay, bis dahin kann ich offenbar nicht schießen. Alles ist so düster. Aber gut, man kann hier eigentlich gut erkennen, wo man langlaufen muss. Wenn man vorsichtig ist, geht alles. Nur nicht so weit, nur nicht so weit. So. Mein Gott, ist das dunkel hier. Ich weiß nicht mal, ob ihr das erkennen könnt, meine lieben Yoshis. Aber ich schleiche mich hier gerade blind durch. Bisschen riskant, aber es funktioniert. Boah, jetzt hätte ich fast den Weg verpasst. So, da. Da will ich hin. Hau ab. Und ein Puzzle gratis dazu. Wie nett. Dumm, 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 dumm. Tja. Das war's wohl. Immerhin, es hat uns ein neues Puzzle gebracht. Das ist doch schon mal etwas. So, wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Gute Frage. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Ausgang, ihr Lieben. Denn es gibt nämlich etwas, das ich hier gerne erledigen möchte, bevor ich es nämlich wieder vergesse. Und dementsprechend... Ein und Ausgang der Welt. Denn es gibt nämlich eine Sache, an die kann ich mich nämlich noch sehr gut erinnern. Und die sollten wir ganz schnell erledigt haben. Die sollten wir ganz schnell erledigt haben. Weil erstens, woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, ist meiner Meinung nach, dass ich jetzt, glaube ich, die nächste Honigwabe kriegen könnte. Also gucken wir doch mal. Gucken wir doch mal, ob ich mich irre oder ob ich recht hatte.
Ich bin Honigbini. Eine Tauscheinheit. Das habe ich euch schon alles erzählt. Du hast genug. Tatsache. Honigwampe, eine extra Energieeinheit. Willst du tauschen? Na klar. Gib her. Sicher, Süße. Dann wirf mir deine Honigwaben her, großer Bär. Bitteschön. Hier ist deine extra Energie. Ja, nice. Gleich zu Anfang 2 Stück. Das ist doch... Also, ich finde, darüber kann man nicht klagen. Ja, ihr Lieben. Doch, hier geht es erst im nächsten Part weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, drückt aufs Däumchen, kommentiert fein und schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein. Ciao, ciao, euer Drake.